Habibi, ihr wollt Kalifat haben. Wieso seid ihr hier in Deutschland? Wirklich, ihr kommt doch vom Kalifatstaat. Jetzt wollt ihr hier, ihr seid doch von dort abgehauen. Von eurer Ruine, ihr seid doch von eurer Höhle raus und ihr seid nach Deutschland gekommen. Hier habt ihr Sonnenschein gesehen. Jetzt wollt ihr hier Kalifat haben. Hey, wer hat euch hierher gerufen, wirklich? Wer hat euch hierher geholt? Wer hat euch angefleht, bitte kommt nach Deutschland? Die Regierung? Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind zwar bescheuert, aber dass sie total so bescheuert sind, dass sie euch anflehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Hey, ihr Idioten, wir haben 60 Jahre gebraucht. Wirklich, bis wir mit unseren deutschen Nachbarn ein gutes Verhältnis aufgebaut haben. Bis wir Vertrauen aufgebaut haben. Bis wir eine gute Freundschaft mit unseren Arbeitskollegen aufgebaut haben. Mit unserem Umfeld, mit Deutschland. Wir als Türken, wirklich, wir haben für dieses Vertrauen, für diese Freundschaft wirklich 60 Jahre gebraucht. 60 Jahre. Wir waren gute Freunde, wirklich. Jetzt seid ihr Idioten hierher gekommen, ihr habt in ein paar Minuten, was wir in 60 Jahren gebraucht haben, habt ihr in ein paar Minuten kaputt gemacht. Ihr seid solche von Scheißdreck, wirklich. Ihr seid von sowas von Hirnloses, ihr seid also das letzte Dreck, was es auf der Erde gibt. Das ist keine Beleidigung, das ist ein Dankeschön für euch. Wirklich, man kann euch gar nicht beleidigen. Was wir in 60 Jahren aufgebaut haben, habt ihr in ein paar Minuten kaputt gemacht. Ihr wollt Kalifat. Hey, da wo ihr herkommt, da ist doch Kalifat, ihr Idioten. Wieso seid ihr dann hier? Ihr wisst doch, dass in Deutschland ein christliches Land ist. Wir als Moslem haben mit denen keine Probleme. Mir hat noch kein Deutscher gesagt, du darfst hier nicht beten. Mir hat kein Deutscher gesagt, du darfst hier nicht türkisch reden. Mir hat kein Deutscher gesagt, du darfst dich hier nicht so anziehen. Du darfst hier nicht so, deine Frau darf nicht mit Kopftuch rumspazieren oder was. Bis jetzt hat mir das keiner gesagt. Warum? Wir haben 60 Jahre gebraucht, bis wir seine gute Freundschaft aufgebaut haben. Aber ihr Idioten, ihr den letzten Dreck auf der Erde, wirklich, ihr habt in ein paar Minuten alles kaputt gemacht. Ihr könnt nicht unsere Freunde sein. Packt bitte euer Koffer, da wo ihr hergekommen seid, verpisst euch wieder. Geht wieder dorthin, dass es hier in Deutschland wieder alles zur Normalität kehrt. Wie es normalerweise war, bis vor ein paar Jahren. Wirklich, es war hier alles normal. Aber bis ihr hierher gekommen seid, ihr habt euer Land zu Scheiße gebaut. Ihr habt euer Land kaputt gearbeitet. Jetzt wollt ihr hier das gleiche hier in Deutschland. Weil ihr keine Hirn habt. Ihr wisst, ihr könnt euch nicht unterscheiden zwischen Hölle und Paradies. Wirklich. So bescheuert seid ihr. Tut mir leid, das ist keine Beleidigung oder keine Ehrensache für euch. Man kann euch gar nicht beleidigen. Haut ab und verpisst euch.